Es war jetzt keine wirklich lange Zeit, wo die ich jetzt hier verplempert habe. Also das müssten die Macher der Spiele nochmal verbessern, dass die nicht vor meiner Nase theoretisch verschwinden. Naja. Also, huch, da ist gerade einer gespawnt, also ein Reh. Wo ist denn hier so geknackt? War wahrscheinlich im Spiel irgendwas. Ja, alle da. Huch. Die liegen ja alle da hinten. Muss ich jetzt erstmal einlagern. Weil so ist es mir echt zu gefährlich. Na. Weil wenn die jetzt innerhalb von ein paar. Verdammt. Na. Minuten verschwinden. Was heißt Minuten? Das war ja nicht mal eine Minute. Ist das schon echt? Um es mal freundlich zu sagen. Echt scheiße. Arbeiten wir mal die Nacht durch? Nachts? Nachtarbeit? Können wir eigentlich nicht bringen, weil so viel Schaden, wie die einen machen, wie die uns geben, so. Ist das echt abnormal? Das ist echt krank. Ich mach mal noch mal den anderen an. Von hier hinten. Aha. Huch, das hat gerade geleckt, also. Ach, mit B, nicht mit M. Gut, dann werden wir hier mal weiter. Ach, Quatsch, ich wollte R drücken, nicht E. Feuerzeug aus. Nee. Egal. Hä? Hä. Okay. Es wird, glaube ich, jetzt für immer so sein. Bei den Eingeborenen bin ich mir nicht sicher, die würden sie auch noch durch die Wand bangen, um an mich ranzukommen, um mich zu essen. Huch, nicht hauen. Nee, der schwebt mir zu sehr in der Luft. Das ist nicht zu glauben. Okay. Düpp, düpp, düpp. Müsste ich jetzt so schräg hier rüber gehen? Ich wollte das ja hier so machen. Moment, ich überlege gerade. Hier habe ich jetzt. Ja, natürlich. Klausi ist natürlich wieder da. Ja doch, so finde ich das jetzt echt nicht schlecht. Die Tür dann nie. Ach ja, in 5 Stunden sind wir oben. Jetzt. Oh! Ey, das ist mein Ghetto. Zu hauen. Huch! Oh. Ich wasche mich jetzt mal. So. Scheiße.
Ich kann nicht mal zurückgehen, wenn er zuhaut. Ich wollte gerade zurückgehen und da ist nichts passiert. Ist das kleine Miststück weggegangen, wa? Naja, gut. Aber man sieht schon, also wenn man zuhaut. Moment, ich versuch's noch mal kurz. Wenn man so nach unten haut. Der kann echt nicht zurückgehen. Das ist ja doof. Oh. Wir speichern erstmal. Und schlafen. Und. Es ist Tag. Es ist echt Tag. Oh, schön. Was wir hier auch bauen werden, definitiv hier ist etwas ganz Schönes. Ach, das erfahrt ihr dann. Das werde ich mir auch merken, weil das will ich unbedingt haben. Und ich persönlich finde das einfach nur geil. Was ich da vorhabe, um ehrlich zu sein, finde ich echt cool. Oh. Muss der nochmal weg? Oder nee, hier mache ich sogar ein Fensterchen hin. Na, hör auf. Nein, nein, immer noch nein, nein, nein. Ja. Okay. Er ist nochmal weg. Ach, die Zähne, Zähne, Zähne. Unbedingt. Ja, in die Richtung kann man nichts sehen, wegen der Scheißsonne. Ja gut, Baumstämme kann ich jetzt hier natürlich unglaublich dolle vergessen, weil jetzt werden hier keine mehr liegen. Sind ja alle schon wieder despawned. Wegen dir, nur wegen dir. Federn. Wegen Pfeil und Bogen mache ich mir nichts raus. Ich mag das nicht hier in dem Spiel, ehrlich gesagt. Weil der Mittelpunkt ist nicht der Mittelpunkt, sondern irgendwas anderes. Also damit zu schießen, vielleicht muss man das wirklich lernen. Vielleicht kann der Charakter das auch erlernen oder eine Fähigkeit oder so entwickeln. Weil es gibt ja jetzt so ein. So eine Art. Dart, Brett, Zielscheibe. Ah, ich bin mir nicht sicher. Hier, ach so, das fliegende Ding da. Ich würde hier zu gerne wie damals immer wirklich komplett den halben Wald abholzen und dann abholen. Aber es ist scheinbar jetzt nicht mehr möglich. Waschen. Erstmal ins Wasser gehen. Ist hier noch Wasser? So ein kleiner Fleck? Nee. Hier konnte man sich nämlich auch immer waschen. Ich fand das echt cool. Hier war halt ganz viel Gestrüpp. Falls das noch kennt. Hier war ein ganz kleiner See. Es fand ich so geil. Aber die Macher des Spiels hatten hier lang eine Route gemacht. Hier so, wo die Achse jetzt ist, so lang. Hoch zum Dorf wahrscheinlich oder so. Und die hat dann natürlich nicht mehr realistisch funktioniert, weil die sind so gesehen aus dem Wasser rausgekommen. Und jetzt haben sie scheinbar das dann so hier geregelt, dass es dann hier halt alles frei ist. Was ich persönlich gar nicht so schön finde. Ach so. Ich habe natürlich zu Anfang gesagt, hallo und herzlich willkommen, aber ist ja egal. Weil normalerweise geht das Let's Play ganz normal weiter. Ich glaube, das war schon in der Vorfolge. Ich weiß nicht, wie lange ich schon wieder spiele. Ja, ach, naja. Ich glaube, ich baue mir da auch noch mal einen Lockholder hin, damit ich das alles schneller machen kann. Weil das Hin- und Herrennen, ich glaube nicht, dass.
dass euch das irgendwie in irgendeiner Art und Weise interessiert. Und wirklich, was zu sprechen habe ich auch nie. Das ist leider so. Vielleicht für den einen oder anderen wirklich schade oder sogar doof, aber ich kann da leider nichts für. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht irgendein Thema anfange, dass ich da irgendeinen Quatsch sage oder so, was gar nicht vielleicht so ist, beziehungsweise war oder sein wird oder so, dann komme ich mir echt doof vor. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Dieses hohe Gras sieht man das echt kaum. Gibt es da vielleicht noch irgendeine Einstellung? Ja, very near. Das ist sehr nah. Very low. Ist auch etwas mit Gras. Ah, da guckst doch mal einer an. War mir doch klar, dass das auch so. Jetzt ist natürlich. Ui, schön. Man sieht was. Ach nein, den Bug gibt es ja doch noch. Dass man jetzt unendlich viele Sticks hat. Eigentlich wollte ich hier nämlich zwei nebeneinander packen, weil das ist ja hier wirklich ein ziemlich großer Wald. Werde ich jetzt auch trotzdem machen. Mal gucken. Hab nichts gesagt. Ich hätte echt gedacht, dass es den Bug doch noch gibt, aber nein. Die Macher des Spiels haben den Bug wirklich komplett rausgenommen. Kann man vielleicht noch irgendwie herbeizwingen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das möchten wir ja nicht. Super. Dann geht's wieder ans Bäumchen fällen. Hoffen, dass keine Eingeborenen kommen und glücklich sein. Ach so, ich habe ja noch was überlegt, aber ich meine, ich habe so viele so wenig Abonnenten, dass sich das schon fast gar nicht lohnt, mehrere Spiele anzufangen. Ich wollte nämlich Sims 3 noch anfangen. Auch ja, Sims 3 ist vielleicht veraltet für manche, aber immer noch eines der besten Sims-Spiele, finde ich. Und Dying Light mache ich. Was waren das? Project Cars dann. Werde ich wahrscheinlich sowieso machen, wenn das Spiel dann wirklich für mich persönlich super geil wird. Und ich muss was essen gleich. Nehme ich mir gleich zwei Stämmchen-Bäumchen mit. Oh, die spawnen direkt vor der Nase, ja. Was wollte ich noch? Mirror's Edge 1 wollte ich nochmal machen, auch wenn das auch schon ein älteres Spiel ist. Und vor allem dann später, wenn es dann rauskommt, Mirror's Edge 2, deswegen ja Mirror's Edge 1. Ich fand es sowieso diese ganze, das Spiel einfach super geil. Und meistens, wenn ein zweiter Teil rauskommt, ist das zweite Teil natürlich nicht schön. Aber wie gesagt, ich habe dafür viel zu wenig Abonnenten, um sich das irgendwie zu, dass sich das irgendwie lohnt vielleicht. Weil es gibt so viele andere Let's Player, die groß sind und ja, die das schon ewig machen. Okay, ist auch verbuggt. Also das ist verbuggt, da kann man schon mal immer trinken. Und deswegen überlegt man sich das vielleicht zweimal, ob man wirklich Let's Plays macht von vielen Spielen, wenn man gerade mal, ich glaube, ich habe unter 200 Abonnenten und das ist ja wirklich unglaublich wenig, um ehrlich zu sein. Gebe ich ja selber zu, dass es das wirklich wenig sind. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann mal meine 1000 erreiche in 7, 8, 900 Jahren.
Ey. Und vielleicht. Ja. Gucken sich dann später auch irgendwelche Leute das mal an. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, wenn man mal so guckt, manche Leute haben ja wirklich. Ich will es keinen direkt ansprechen, aber wenn ich schon allein die Abonnentenzahl sage, weiß, glaube ich, fast jeder, wer gemeint ist. Und zwar 32 Millionen Abonnenten. Ich weiß, schön und gut, wahnsinnig viel, geil. Aber wenn dann ein Video gerade mal vielleicht 5 Millionen oder 2 oder 3 Millionen Aufrufe hat, ist das nichts. Das ist dann gar nichts. Wenn man 31 oder 32 Millionen Abonnenten hat, sind 5 Millionen nichts. Das ist dann wirklich gar nichts. Ich meine, ich habe diese Person selber abonniert und ich gucke die Videos auch sehr gerne. Aber es ist eigentlich nichts. Würde er beim jedem Video vielleicht 10 Millionen Aufrufe haben, das wäre dann viel. Das wäre wirklich ziemlich viel. Ich denke mal, die meisten abonnieren einfach nur, weil sie sehen, oh, der hat ganz viele Abonnenten, der kann ja nur gut sein. Dann haben sie ihn abonniert und gucken sich zwei, drei Videos an, denken sich so, ja, okay. Und die abonnieren nicht, sondern lassen es einfach in der Liste drin, um vielleicht irgendwann mal in Zukunft ein Video zu finden, was denen auch selbst gefällt. Ich möchte hier natürlich keine YouTuber schlecht reden, auf keinen Fall. Werde ich auch nie machen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Jeder darf ja seine Meinung haben. Falls ihr jetzt sagt, ey, das macht man nicht, sowas, lass es, löscht das Video oder etc. oder was weiß ich. Ich will mich ja hier gegen niemanden aufstellen oder jemanden beleidigen damit. Auf keinen Fall. Aber das ist meine Meinung und ja. Manche vielleicht unter euch denken jetzt, oh, du hast 200 Abonnenten nur, nimmst dir sowas raus. Das denken bestimmt extrem viele. Und geben es so nicht zu. Ich weiß es nicht. Ja. Weil jeder hat das Recht, YouTuber zu werden oder. Huch, da liegt noch ein. Ey, der ist ja wieder da, oder? Ich lasse den hier nochmal liegen. Guck doch mal hier. Ey, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob ich das hinkriege. Ob ich den mit hochkriege, den dritten. Nein! Na gut, jetzt haben wir drei hochgenommen. Haben natürlich die ganze Zeit E gedrückt. Jetzt. Huch! Hase! Du kannst doch nicht mehr rennen normalerweise. Oh. Lol. Bäh, weg. Weg. Das ist mein Holz, du böser Tier. Kann man auch vier nehmen? Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen zu. Ich meine, es war ja gerade kein Bug. Vielleicht. Kann man ja als Bug-Using mal raussenden. Ja, was war das hier? Hier der. Ey, ist da jemand oben drin? Die kann aber weit werfen. Was sie bei dem Spiel aber noch unbedingt, finde ich persönlich, machen müssen, ist der Schatten besser. Also der ist echt ein Pixelbrei. Eine Pixelmasse. Und ja. Ja, heute früh. Nein. Das Video hier sieht ja ganz schön spät. 26. März ist das erste Video hochgeladen und jetzt bin ich schon bei, was weiß ich, bei der 10. Folge, glaube ich, in dieser, in dem Spiel jetzt, also in der Version. Und ja, wenn es nächste Version wieder von vorne losgehen soll oder muss,